Grüezi, hallo zu diesem Kopf- und Gesichtskunde-Video. In diesem Video möchte ich mal etwas Unkonventionelles besprechen, also nicht einen bestimmten Kopf, ein bestimmtes Gesicht ansehen, sondern es soll so ein bisschen wie eine Art Aufruf oder so eine Art, sagen wir auch mal Bitte, darstellen, besonders eben an Journalistinnen, Journalisten, Medienverantwortliche, also Menschen, die Wissen verbreiten, auch über alle möglichen Portale, also Internet, Fernsehen, Radio, eben Zeitschriften, Zeitungen und so weiter. Ich möchte darum bitten, sozusagen, dass eben die Kopf- und Gesichtskunde da eine würdigere Stellung bekommt. Also es ist so, ich lese immer noch relativ wenig. Oder in den Zeitungen, in den Zeitschriften, jetzt haben wir das Jahr 2015 und oder zum Beispiel von Astrologie, oder man liest dort jeden Tag, also auch zum Beispiel in den Gratiszeitungen, oder man hört es im Radio oder man sieht es im Fernsehen oder irgendwo. Es gibt überall Horoskope, man spricht über die Astrologie oder kommt wieder ein Artikel oder irgendetwas. Also von verschiedenen Grenzwissenschaften, da spricht man immer wieder mal, aber von der Physiognomie, da kommt meiner Meinung nach einfach viel zu wenig noch. Liebe Journalistinnen und Journalisten, falls du auch gerade zuschaust, also jemand, der da in den Medien wirkt. Weil ich, das ist noch nicht lange her, habe ich auch wieder mal versucht, eben die Medien für einen Vortrag einzuspannen, ob sie dann eben bitte auch darüber berichten würden. Natürlich, logisch, ich kann niemanden zwingen, da keine Zeitung, keine Zeitschrift, da irgendwie mitzumachen, etwas zu berichten. So. Ja, es ist wahrscheinlich schon besser, sagen wir noch vor 10, 15, 20 Jahren. Ja, das bestimmt, weil früher nur eine kurze Einfügung, da wurde ich sozusagen ausgelacht, wenn ich, das war so anfangs der 90er Jahre, wenn ich gesagt hätte, du, wir könnten, oder eine Zeitung anfragte, bitte einen Zahlenartikel zu schreiben, so. Das ging damals noch praktisch nicht. Natürlich geht heutzutage viel mehr, aber es ist halt einfach so, also, wenn dann wieder mal was kommt, eben etwas über die Physiognomie, eben gleich Kopf- und Gesichtskunde, dann hat das meistens oder oftmals eben so eine Art negativen Anstrich, oder dann, dann kommt die alte Leier da eben, rassistische Tendenzen zum Beispiel, oder eben die Nazis da, die haben das missbraucht für irgendwelche Zwecke und so fort und so weiter. Ja, das ist mir voll bewusst. Ja, man hat in der Vergangenheit Fehler gemacht, zum Teil bis in jüngste Tage hinein, dass man eben auch zum Beispiel zu stark polarisierte, zu stark von Gutköpfen oder also harmonischen Köpfen auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite von sogenannten Verbrecherköpfen sprach oder berichtete oder auch eben Leute, Physiognomen, die da so Vorträge hielten, abhielten. Das hat natürlich die ganze Sache der Kopf- und Gesichtskunde auch nicht wirklich viel genützt, vorwärts gebracht, das ist klar. Also wenn man da zu stark polarisiert, schwarz-weiß malt, darum betone ich auch immer wieder,
ich bin jemand und ich freue mich, wenn jetzt immer mehr dazukommen, die das auch so machen. Ich bin jemand, der die Kopf- und Gesichtskunde nach dem neuen Zeitgeist unterrichten. Also eben vor allem ein Aufzeigen praktizieren, also das heißt, wenn ich einen Kopf, ein Gesicht sehe, also dass man einfach mal schaut, okay, was ist mit dieser Kopf- und Gesichtskunde, was ist mit dieser Kopf- und Gesichtsform möglich zu tun? Was ist für Potenzial vorhanden, zum Beispiel praktisches, kopfbetontes, zum Beispiel Führungspotenzial oder so, ist es eher ein Gemütsmensch, ein Verstandesmensch oder kann man das so oder kann man das da fördern oder das fördern? Also es geht vor allem um das Konstruktive, um das Fördern, um das Vorwärtsbringen. Es geht nicht um ein Verurteilen, liebe Medienleute oder solche, die das immer noch meinen, es geht nicht um ein, in erster Linie um ein Personifizieren, Klassifizieren, ich stelle dich jetzt in eine Ecke oder in eine feste Form, ich zementiere das jetzt, sondern eben um ein Zeigen, aha, ja, Menschenkenntnislehre, wertvolle Menschenkenntnislehre, da kann man Tendenzen sehen, ablesen, wahrnehmen. Ja, und ich betone auch immer wieder, es geht nicht darum, wirklich nicht, kann man mit einer Grenzwissenschaft nicht, weder mit der Astrologie, mit Handlesen, mit Zahlen, mit irgendetwas, mit mayanischem Wissen und so weiter. Man kann, und es ist auch völlig, es ist auch nicht nötig, meiner Meinung nach, man kann nicht 100% alles erklären, sagen, und dann kommt das einfach darauf an, welcher Kopf, welches Gesicht. Ich sage immer wieder gerne auch an den Kursen, ja, also je ausgeglichener der Kopf ist, ja, desto schwieriger ist es, irgendetwas Bestimmtes rauszulesen. Ja, irgendwo durch macht das ja auch Sinn, weil so ein Mensch tendiert zu größerer Ausgeglichenheit oder man kann auch das anders beurteilen, zu größerer Vielseitigkeit, Vielschichtigkeit hin und dann hebt sich nicht zu stark dies und das eben heraus, muss ich sagen. Ja? Also das ist keine Schlaraffenlandemethode. Ja, das ist mir völlig klar. Also man kann nicht alles sagen und wissen, gebe ich ja selbst gerne zu. Ich beschäftige mich jetzt seit 1985 mit dieser wunderbaren Menschenkenntnislehre, aber selbstverständlich kann ich nicht alles deuten, nicht alles zeigen, sagen, eben je nach Kopfform, je nachdem. Das geht einfach nicht und muss auch nicht sein. Aber es ist doch schon sehr, sehr wertvoll, wenn man eben einige Schwerpunkte setzen kann. Vielen Menschen, das sage ich manchmal auch, wenn ich mit den Zahlen arbeite, vielen Menschen ist nur schon geholfen, wenn sie so ein, zwei Dinge, Schwerpunkte eben wissen, erfahren. Also mich würde es eben freuen. Das muss nicht mit mir zusammen sein, das kann von mir aus mit dieser berühmten Tatjana Strobel sein, einer Berufskollegin, die das sehr geschickt macht, auch in Verbindung mit der ganzen Körpersprache, ist ja auch sehr interessant, oder mit Pietro Sassi, der bis jetzt auch stärker in den Medien aufgetreten ist, oder andere moderne, aber auch nicht moderne Physiognominnen und Physiognomen. Ich mag es allen gönnen, eben dass ihr mit uns Physiognomen, also wenn du jetzt ein Medienschaffender bist, Arbeitender bist, ja, dass wir da gescheitere Dinge zusammen irgendwie da herausbringen, also eben auch wirklich, wenn etwas kommt, also wenn man da etwas macht, ein Artikel oder ein Bericht oder so, ja, dass man das ein bisschen differenziert und auch ein bisschen genau beleuchtet und auch eben auch viele Faktoren hinweist
und nicht einfach pauschal eben dieser Lehre da immer wieder das Gleiche vorwirft oder ja, Fehler, die man gemacht hat, ja. Es ist einfach so, ja, und es gibt, das ist mir schon klar, auch jetzt in 2015, man kann Fehler machen, ich sage nicht, dass ich fehlerlos bin, gell? Ich habe sicher schon Fehler gemacht mit der Physiognomie, Fehler gemacht mit den Zahlen, Fehler gemacht mit sonst was. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht diese Menschenkenntnislehre eben fördern sollte, weil sie kann wirklich sehr viel helfen in Sachen Orientierung. Gerade auch in der Berufsberatung, aber auch zum Beispiel, wenn es um das Rekrutieren geht, aber natürlich auch in einer Partnerschaft, egal wo, es geht, wie gesagt, nicht darum, jemanden da jetzt herunterzutun, zu klassifizieren, zu personifizieren, irgendwie da in eine Schablone zu stecken, sondern es kann doch interessant sein, zu erfahren, wie man eben ja, Aktionen, Reaktionen und Aktionen besser verstehen kann. Also wieso reagiert jemand tendenziell so und so, als Beispiel. Ja, ja weil eben, also es muss nicht mit mir zusammen sein, das kann, wie gesagt, mit irgendeinem sonstigen Physiognomen oder Physiognomin irgendjemand sein. Es sollte doch möglich sein, ja, da gute, wunderbare Berichte zustande zu bringen, da über diese Kopf- und Gesichtswunde. Also wo ich das übrigens wirklich schon erlebt habe, 1:1, also ist eben mit den Zahlen, da gab es wirklich mal eine sehr, sehr, sehr gute, differenzierte Darstellung von mir und meiner Arbeit über die Zahlen, die auch sehr gut angekommen ist. Also immer noch ein Riesenkompliment an den damaligen Journalisten oder der das gemacht hat. Also das ist eine fantastische, gute, wunderbare Sache. Und eben, aber jetzt sind wir bei der Kopf- und Gesichtskunde, das sollte doch auch hier möglich sein, diese Lehre in ein besseres Licht zu stellen, oder?